Lieben! Hallo zusammen! Ja, wir wurden ja jetzt schon öfters gefragt, wie wir das alles finanzieren, unsere Reisen, auch jetzt speziell von Amy. Und da wollen wir heute mal ein bisschen erklären. Ja, also wir hatten ja schon mal ein kleines Video gemacht, vielleicht der eine oder andere entsinnt sich, wo wir in Düsseldorf waren. Nur da war die Tonqualität so schlecht und gerade als der Passus mit der Finanzierungsseite war, ist auch noch Feuerwehr, Polizeiauto, irgendwas vorbeigefahren. Ich habe es mir gerade nochmal angesehen. Kann man echt nicht hören, was wir da erzählen. Deshalb heute nochmal so ein bisschen der zusammenfassende Blick drauf. Wie machen wir das Ganze denn? Genau, also im Moment ist es noch so, dass wir die Rücklagen nutzen. Ich habe ja früher vor den Kids ganz viel gemodelt und habe da ordentlich gespart. Und ja, das nutzen wir im Moment noch ganz stark. Und dann haben wir halt Auftragstexte, nutzen Affiliates, unsere Partner Augusport, Affenzahn und Jacke Hawaii. Und ja. Ja, vielleicht interessiert den einen oder anderen so ein bisschen tiefer nochmal reinzuschauen, halt zu sagen, wie gesagt, das eine sind die Rücklagen, das ist sicherlich noch der Hauptpunkt halt, weil das Reisen schon intensiv ist, wobei wir es schon arg beschränken, gerade jetzt auch mit dem Bus, die Tour, ist ja eigentlich nur das Hinkommen, das Fahren, ansonsten hat man die normalen Lebenskosten, wie ja hier auch, die sogar oft dann noch günstiger sind, weil man sich ja doch mehr am Beach aufhält und dann nur mal schnell was zu essen macht, das ist anders, als es hier der Fall ist. Aber wir haben eben neben den Rücklagen, wie Juni schon gerade sagte, angefangen, auch als Freelancer tätig zu sein, Texte zu schreiben für verschiedene Blogs. Ich aus dem Bereich Finanzen, so ein paar Blogs halt geschrieben und auch zum Thema Reisen so ein paar Dinge dazu, wo man eben Auftragstexte dann durchaus bezahlt bekommt. Davon kann man sicherlich noch nicht leben, aber es ist zumindest immer schon mal ein Zubrot, wie man so schön sagt. Dann der Bereich der Kooperationen mit Affenzahn, habt ihr ja vielleicht das Video gesehen mit Julie von Jacke Hawaii, das coole Video von dir im Sommer letzten Jahres halt auf Sardinien und Augusport auch neu dazugekommen. Da werden wir jetzt auf der Kanaren ein bisschen ein paar Situationen machen. Das sind so Dinge, die wir da auf der zweiten Ebene halt haben. Und das dritte sind sicherlich die Social Medias da weiter auszubauen. Hier YouTube wächst jetzt kontinuierlich an, in Facebook, Instagram sind wir schon sehr stark unterwegs. Da kann man auch den einen oder anderen Partner ja noch finden. Mhm. Da sieht man doch schon, wer hat Interesse an den Bildern, die wir da so eingestellt haben. Und da kommen sicherlich auch noch ein paar dazu. Das muss ich eben alles aufbauen. Ne? Genau. Das geht alles über Reichweite. Mhm. Und wenn man erstmal jetzt angefangen hat, muss es eben noch wachsen. Ja. Dass uns noch mehr Leute entdecken und sehen und gut finden. Und ja. Ja, ein paar Modeljobs hast du ja auch noch, also insofern ebbt das noch nicht ganz ab. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt völlig ortsunabhängig schon unterwegs wären, sonst wären wir nur in der Welt unterwegs. Es wäre schön, wenn das jetzt, ne, wenn man nur unterwegs wäre. Man muss dann noch mal trennen von den Kindern und das ist irgendwie schon ziemlich doof, aber noch ist es halt so. Und genau. Und in der Zukunft planen wir dann halt auch hier unser Häuschen, in dem wir jetzt gerade wohnen, was ja gemietet ist, wichtiger Punkt nochmal, also kein Eigentum. Aber dass wir das dann vielleicht auch untervermieten, wenn wir länger unterwegs sind. Das heißt, dann zu schauen, gibt es Interessenten, die eine Base für einen gewissen Zeitraum in Deutschland suchen, die voll möbliert ist, wo man sich dann hier drin halt aufhalten kann und wir dann halt in der Welt unterwegs sind und diese Mietseite dadurch ja reduzieren. Ne? Dann planen wir zusammen noch einen spannenden Online-Kongress. Ein sehr wichtiges und sehr interessantes Thema, glaube ich. Gibt es auch noch nicht, habe ich zumindest auch noch nicht gesehen, das Thema. Mehr dazu, wenn wir wirklich so weit sind, dass wir sagen, es ist rund. Jetzt da irgendwas in den Raum zu werfen, wäre sicherlich nicht so gut. Daher dann mehr zum Thema Online-Kongress, wenn wir da schon etwas fortgeschrittener sind in den Vorbereitungen halt dabei. Und last but not least, der kleine Jamie hat ja in der Vergangenheit schon viel erlebt. Genau. Und da hatten wir vor, noch ein Buch irgendwann fertigzustellen und dann auch. Ja, da haben wir also schon ein paar Texte, das ist schon recht weit fortgeschritten, dass wir da ein paar hundert Seiten sind es denn doch jetzt mittlerweile schon geworden, über seine Erlebnisse von ganz klein auf, über das Schwimmen mit Walhain, mit den Erlebnissen mit Affen, alles was er da schon so Tolles erlebt hat, allein das Reisen, die verschiedenen Länder und die verschiedenen Regionen, das mal aus Sicht eines kleinen Jungen zu betrachten, die Entwicklung dann auch zu sehen, wie hat er das zum Anfang wahrgenommen, wie ist es heute? Heute der coole Surfer bei mit Haifischzahnkette unterwegs und damals eben der süße kleine Sunny Boy am Beach. Das sind sicherlich so Entwicklungen, die ganz spannend sind und wo wir glauben, dass es auch eine Leserschaft für gibt.
Aber das ist ein recht langwieriger Prozess, das Buch wirklich zu schreiben, dann zu schauen. Da muss man einen Verlag finden. Wir wollen es einmal als E-Book, aber vielleicht auch als gedrucktes Buch dann halt irgendwann in den Händen halten, was auch spannend ist. Und das sind so weitere Themen. Ja, wie gesagt, zum Buch, das ist eben eine Menge Arbeit und man braucht eben auch eine gewisse Reichweite noch dazu. Ne, sonst hat man so ein tolles Buch am Start und dann sehen so wenig Leute, das wäre ja schade. Ne? Oder man muss ja große Mittel aufwenden, um da Werbung zu betreiben für. Und das haben wir nicht und wollen wir nicht halt auf der Seite. Ja, das sind so die Rohrenbedingungen. Dann heißt es, sich noch selber ein bisschen einschränken. Ja, wir wollen uns von ganz vielen Sachen trennen. Da wollen wir jetzt nächstes Wochenende mal vom Flohmarkt fahren und da mal echt alles loswerden, was man so noch hat. Garage voll wird, Bombs halt gerade so. Haben alles schon mal so ein bisschen zusammengetragen, so die ganzen alten Spielsachen von den Kindern, aber auch selber die Bilder, die man nicht aufhängt. Alles viel zu viel. Ja. Tausend Dinge. Ich lade gerade noch eine Batterie für ein cooles kleines Auto, was so elektrisch hat, wo man drin sitzen kann von Cars. Mhm. Ist sicherlich ein cooles Teil, aber die Kinder sind rausgewachsen und das nur hinzustellen macht keinen Sinn. Das sind alles so Dinge, von denen wir uns jetzt auch noch trennen, die ein bisschen Geld noch reinbringen, aber man wird auch freier noch. Ja, das befreit einen ungemein, wenn man einfach überschaubar die ganzen ganzen Besitztümer, wenn es überschaubar ist. Man hat es ja gesehen, wir waren ja hier eingezogen, da hat man jetzt nicht so viel drin stehen. Jetzt ist alles recht voll gerade so, weil wir alles jetzt zusammengesammelt haben. Und davon dann halt wirklich nur das Nötigste rauszunehmen. Du bist schon sehr fleißig bei eBay. Und den Rest dann halt wirklich mal schauen auf dem Flohmarkt. Da geht dann doch vielleicht eine größere Menge gleich mal über den Tisch. Ja, das war auf der Seite. Ja. Ja, und dass wir uns hier auch irgendwann von dem Haus noch trennen können, da noch freier sind und eben auch diese Kosten nicht haben. Und genau, das ist so. Schauen mit der Schule und so. Aber das sind so Themen, da werden wir extra nochmal Videos drüber machen. Gerade wenn das Thema jetzt uns alles ein bisschen vermischt werden und so. Schule angeht und alles. Und wer weiterhin unser Auto, unser Bussi, der wird jetzt die Tage fertig werden. Da machen wir nochmal eins, wenn er sieht, wie er denn relativ fertig ist. Also das Aufräumen, das Saubermachen die Tage. Gestern Julie hat mir geholfen. Genau, alle schön fleißig im Auto mitgeputzt. Und das wird jetzt die Tage fertig und dann geht es erstmal los zur nächsten Tour. In die Sonne. Oh, endlich. Und dann gibt es wieder mehr von uns. Genau. Auf der Seite. Okay. Und wenn ihr Fragen habt, immer gern schreiben. Ihr seht, wie Amy das gemacht hat. Unten rein. Wir sind dann auch gerne bereit, auch Videos zu machen, wenn ihr euch, wenn ihr Fragen habt oder auch mal Fragen antworten oder sowas. Immer gerne. Also genau. Das. Könnt ihr immer gerne schreiben. Wir sind ja immer nette Kommentare. Ja, weil man sagt, total ist immer echt. Gibt uns echt Motivation auch. Daher euch auch viel Spaß. Und eine schöne Zeit. Und dann sehen wir uns wieder. Genau. Gut, bye bye. Bye bye.